Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute versuche ich mich zu verlieben in Brookhaven. Leute, seht ihr das? Wartet mal, wer steht denn hier? Oh mein Gott. Leute, ist das direkt schon ein Crush von mir? Ich meine, warte mal. Oh Gott, ich packe mal schnell die Blumen weg. Wenn, dann muss er mir doch die Blumen schenken, oder? Leute, wer ist das eigentlich? Naja, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich suche einfach meinen Crush irgendwo anders. Ich meine, der steht da nur rum und der fragt mich auch nicht irgendwas. Weg mit dir. So, Leute, ich fahre jetzt erstmal ein bisschen durch Brookhaven und schau mal, wen es so hier alles gibt. Aha, was sagt die Person? Adoptier mich? Ja, warte mal, ich suche jetzt kein kleines Kind, das ich adoptiere. Hä? Oh mein Gott, wer ist denn das? Leute, der hat direkt schon Rosen da. Ist das etwa für mich? Wartet mal kurz, ich schreibe ihm mal kurz. So, ist das für mich? So, jetzt bin ich mal gespannt, was er antwortet. Die Rosen, ja. Oh mein Gott. Und guck mal, dahinter will auch schon direkt ein Kind adoptiert werden. Das heißt, wenn ich ihn jetzt hier nehme und das kleine Mädchen da noch adoptiere, dann habe ich ja schon direkt eine Familie. Ah, Leute, der hat mich einfach mitgenommen. Oh, oh, aber mein Crush, der mir gerade Rosen geben wollte, der sitzt einfach dahinter. Leute, wer von den beiden will mich denn jetzt? Was ist denn hier los? Oh mein Gott, ich glaube, dass der eine einfach in mich verliebt ist. Seht ihr das? Oh mein Gott, Leute. Ich weiß gerade echt nicht weiter. Also soll ich den hier mit den Rosen nehmen? Der hier, der Bacon? Oder soll ich doch lieber den anderen nehmen? Leute, jetzt bin ich richtig im Fragezeichen. Leute, aber die müssen sich ja auch Mühe geben. Hä? Was ist das denn? Leute, was ist das denn? Ist es ein Eichhörnchen? Leute, der steht doch bestimmt nicht auf mich, oder? Ich schreib mal, kannst du reden? Ich schreib mal, hi. Oh mein Gott, also Leute, wenn dieses Tier hier reden kann, ne? Dann, oh mein Gott. So, schauen wir mal, wieso sieht der so komisch aus? Ich verstehe nicht. Und wieso redet dieser eine Crush nicht mit mir? Was ist denn mit ihm los? Ah, der Kleine redet einfach. Oh mein Gott. Warte mal, will der vielleicht Rosen haben? Hier, das ist für dich, mein Kleiner. Oh mein Gott, Leute. Der eine sagt jetzt auch zu mir, Motorrad, komm. Na gut, dann steige ich lieber hier ein. Leute, das war mir alles gerade zu viel mit dem Eichhörnchen und mit dem anderen Typen. Ich meine, guck mal, im Haus genommen, also zu seinem Haus gebracht. Aber irgendwie hat er gar nicht mit mir geredet. Da hat dieses Eichhörnchen mehr geredet. Oh mein Gott, wo führt er mich denn jetzt hin? Wieso hat der eigentlich auch einen Polizeiwagen? Ey, der will schon wieder ein Date. Der will ein Date mit mir. Und wieso will die ganze Zeit das kleine Mädchen, das ich adoptiere? Geht's hier nicht gut? Was ist denn mit der los? Oh nein! Ich schreibe mal den ein. Hilf mir! Hilf mir! Das Mädchen liegt auf dem Boden. Oh Gott, Leute. Er soll mal jetzt schnell kommen. Guck mal, er kommt, er kommt. Oh Gott, was machen wir jetzt mit ihr? Leute, ich glaube, hier geht's gar nicht gut. Oh Gott, oh Gott. Oh, so, jetzt steht sie wieder. Oh, alles ist gut, Leute. Hä? Wieso wollen wir denn alle hier Rosen geben auf einmal? Hä? Steht das kleine Mädchen etwa? Ach, das kleine Mädchen macht das extra. Die macht es, damit ich gucke, was mit dir los ist. Alter. Hä? Da klaut jetzt auch schon jemand mein pinkes Auto. Er sagt schwimmen. Er will jetzt ein Date mit mir im Schwimmbad. Aber mein pinkes Auto. Hey, stopp. Leute, was ist das denn? Ich wollte doch nur jemanden kennenlernen. Hier ist mir gerade alles zu viel. Hier hat jemand mein Auto. Stopp. Nein, der fährt einfach weg. Der hat jetzt mein Auto. Leute, was soll ich jetzt machen? Mein Auto ist weg. Und mein Crush wollte schwimmen, aber... Alter! Was ist denn mit dir los? Ich sage, was ist mit dir passiert? Oh mein Gott! Wieso trägst du Frauenklamotten? Leute! Ach, das ist ein Schwimmanzug. Ja, okay, aber Jungs haben doch eigentlich nicht so einen Schwimmanzug, oder? Also irgendwie finde ich das gerade richtig komisch, aber... Naja, okay, komm, lass schwimmen gehen. Komm, ist das dein Auto? Oh mein Gott, ist dein Auto. Leute, was ist das denn? Ist das ein Bus oder sowas? Check ich nicht. So, ist der jetzt drinne? Ja, er ist drinne. Leute, dann fahren wir jetzt damit rum. Was auch immer der hier für ein Auto hat, finde ich richtig komisch. Aber naja, ist schon okay. So, da hinten sehe ich auch schon Wasser. Dann gehen wir mal jetzt dorthin. Vielleicht können wir ja da schwimmen. Guck mal, seht ihr? Da gibt es auch so einen Strand und alles. Guck mal, hier können wir vielleicht so ein Date haben. Na, dann schauen wir mal. Ich weiß, ja, guck mal, der freut sich gerade. Der sagt, juhu. So, jetzt sind wir hier. Jetzt bin ich mal gespannt. So, okay, der möchte sich hier ein bisschen hinsetzen. Na, dann sitzen wir mal hier. Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich kaufe mir einfach ein Haus hier.
Vielleicht kaufen wir einfach hier ein Haus. Vielleicht können wir im Haus ein bisschen mehr reden. So, schauen wir mal, ob man es kaufen kann. Und, oh Mann. Leute, leider kann ich das nicht kaufen. Das kostet einfach so viel. Ich glaube, guck mal, wisst ihr was? Wieso wollte ich mir denn eigentlich gerade was kaufen? Guckt euch mal hier an. Seht ihr das? Das ist einfach eine Yacht. Ja, lass uns mal auf die Yacht gehen. Und, können wir hoch? Ja, wir können hoch. Leute, wieso soll ich mir denn was kaufen, wenn hier schon eine Yacht gibt? Wisst ihr, was ich meine? Okay, mein Crush kommt und dahinter ist noch irgendjemand. Leute, wer ist denn da? Hä? Da ist einfach noch jemand mitgekommen und... Okay, das ist mein Crush hier mit seinem Badeanzug und... Oh Gott! Nein! Nicht dieser Eichhörnchen, Leute, seht ihr das? Das Eichhörnchen ist auch die ganze Zeit hier. Oh mein Gott, was schreibt der? Spring ins Wasser von oben. Was? Kann ich das machen? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Na, dann gehe ich mal hoch. Aha, hier ist aber... Hier, guck mal, hier kann man nur fahren. Also hier kann nur der Schiffmann fahren. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Leute, die so ein Schiff fahren. Okay, von wo soll ich jetzt springen? Von hier? Von hier? Oh mein Gott! Guck mal, ich hab's geschafft! Ich bin ganz weit oben, Leute, von hier jetzt reinspringen, ne? Oh Gott, Leute, sollen wir das jetzt wirklich machen? Ich traue mich hier gar nicht. Hey, mein Crush! Oh Gott! Was machst du? Springst du jetzt von da oben? Von hier? Oh mein Gott! Wer ist erster dran? Du bist erster. Let's go! Los, springen! 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3! Leute, ich habe ihn ausgetrickst. Der ist einfach reingesprungen. Haha. Aber wisst ihr was? Ich will ja nicht gemein sein. Deswegen 3! Woo! Leute, das war richtig cool. Schaut euch das mal an. Wir haben einfach ein Schwimmdate. Ist ja voll cool. Aber was sucht denn... Was soll denn dieses Eichhörnchen hier? Ist das überhaupt ein Eichhörnchen? Das ist ein Kapibara! Ach so! Ich sag die ganze Zeit Eichhörnchen! Mein Gott, Leute! Habe ich gerade wirklich die ganze Zeit Eichhörnchen gesagt? Guck mal hier. Der chillt jetzt hier. Oh Gott. Leute, der chillt. Wieso steht der die ganze Zeit so komisch? Guck mal, wie er aussieht. Als wenn er so kampfbereit wäre. Leute, ist schon irgendwie lustig, der Kleine. Ich schreibe mal nochmal... Hello? Oh mein Gott, Leute, denkt ihr, der wird antworten? So, jetzt habe ich Hello gesagt. Guck mal, macht der jetzt irgendwas? Warte mal, mein Crush will in den Club gehen? Leute, er will in den Club, aber was mit den Capybara hier? Denkt ihr, der will noch irgendwas? Der macht ja gar nichts, der antwortet auch gar nicht. Ich meine, was sucht der denn dann hier? Guck, er sagt Hi. Oh mein Gott. Ich sag jetzt, wie geht's? Wie geht's? Oh mein Gott, Leute. Denkt ihr, der kann Deutsch? Ich weiß ja nicht mal, ob er Deutsch kann. Ich schreibe mal, wie geht's? Oh mein Gott. Guck mal, mein Crush hat sich auch schon als Pizzabote angezogen. Aber jetzt testen wir mal, ob wir hier mit den Capybara... Er sagt yes. Hä? Er versucht die ganze Zeit mit mir zu reden, aber ich glaube, der kann nicht so gut meine Sprache, Leute. Der kann kein Deutsch. Naja, dann gehen wir mal lieber in den Club. Komm, wir gehen lieber in den Club. Egal. Dann war es das wohl mit dem Capybara. Leute, kennt ihr aber diese Capybara? Es gab doch mal so ein Meme. Capybara, Capybara. Das war richtig lustig. Auf jeden Fall, ja, chillt er da hinten. Und wir gehen jetzt mal in den Klo. Gott, der Capybara verfolgt uns die ganze Zeit. Los, fahr jetzt los. Du hast ein Jetski-Auto. Leute, also, der hat so ein Auto, womit man auf dem Schnee fährt, glaube ich. Komm, auf den Bergen. Was hat der hier? Der fährt jetzt einfach durch die Brookhaven-Straßen. Oh mein Gott. Ist das sein Ernst? Naja, bleiben wir jetzt erstmal weiterfahren. Wohin wollten wir eigentlich schon gehen? In den Club, ne? Ist zwar ein bisschen zu früh für Tanzen und Party, aber egal. Machen wir mal einfach, würde ich sagen, oder? Let's go. Oh, mein Auto ist auch hier. Leute, ich hatte es doch verloren. Oh Gott, mein Auto ist hier. Danke. Oh mein Gott. Leute, ich habe es die ganze Zeit gesucht gehabt. Oh, so, was sagt der? Cooles Auto. Ja, danke schön. Das ist auch mein Barbie-Car. Danke, dass es das dir gefällt. Oh Gott, hier ist schon wieder das Baby. Der will adoptiert werden. Leute, kommentiert mal jetzt. Soll ich das Baby adoptieren? Leute, wisst ihr was? Bei 1000 Likes, da adoptiere ich wirklich ein Roblox-Baby. Das mache ich wirklich. Deswegen lassen wir jetzt alle ein Like da. Da machen wir das einmal, dass ich dann halt Mama bin. Und halt so ein kleines Mädchen adoptiere. Das machen wir auf jeden Fall. Naja, jetzt gehen wir mal in den Club. Oh,
Der Club ist geschlossen. Oh oh, das muss ich jetzt auf jeden Fall meinem Crush sagen. So, der Club ist geschlossen. Was machen wir jetzt? Ich hätte es auch schon ready gemacht. Und wartet mal. Was sagt das kleine Mädchen? Cry? Sie heult? Leute, was soll ich denn machen? Guck mal, mein Crush ist jetzt auch traurig und das Baby heult auch. Leute, heute geht irgendwie alles schief. Aha. Wieso hat der jetzt Geld in der Hand? Und das Baby auch? Leute, was ist denn hier los? Hä? Denkt ihr, dass er mich mit Geld kaufen kann? Ach, wollte schon sagen, er will zum Friseur gehen. Na gut, dann gehen wir zum Friseur, let's go. Wir machen jetzt mal deine Haare ein bisschen anders. Er sieht zu viel aus wie ein Bacon. So, jetzt machen wir hier mal Licht an. So, zack, Licht ist an. Aha, der färbt sich jetzt auch schon die Haare. Was für eine Farbe färbt er sich denn die wohl? Sag mal, welche Farbe wird es? Oh Gott, Leute, es sieht so ein bisschen pink aus. Wartet mal kurz, weil ich pink liebe? Ich sag, nur weil ich pink liebe? Oh, das sind auch noch pinke Rosen. Oh mein Gott, Leute, irgendwie ist der schon richtig süß. Oh mein Gott, er sagt ja. Oh mein Gott, ich frag ihn mal jetzt etwas. Willst du mein Crush sein auf Brookhaven? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Leute, ich glaube, das ist jetzt mein neuer Crush. Ja, auf jeden Fall. Leute, guck mal, der liebt auch pink. Oh, ja! Dann passen wir doch gut zusammen. Yay. Guck mal, der macht jetzt einen Freudetanz. Weißt du was? Dann holen wir uns jetzt unsere erste gemeinsame Wohnung. Komm mal mit. Lass in mein Auto einsteigen. Komm. Wir gehen jetzt und holen uns unsere erste gemeinsame Wohnung. Let's go. Ey, guck mal, weil du dein Auto da geparkt hast. Oh Gott. Leute, er ist jetzt einfach mein neuer Freund auf Brookhaven. Ja, Roblox ist jetzt mein neuer Bestie. Auf jeden Fall. Was war das denn? Das habt ihr gesehen? Einer hatte so ein Mini-Auto. Oh mein Gott, das sieht so komisch aus. Naja, wir holen uns mal jetzt ein gemeinsames Haus. Ich würde sagen, direkt schon hier. So, hier ist doch perfekt. Dann richten wir das mal gemeinsam ein. So, Leute, mein Haus baut sich gerade auf. Seht ihr das? Das ist jetzt unser gemeinsames Haus. Ja, also unser Barbie-Car steht schon mal vor der Tür. Und ja, warte mal, hat er sich genau gegenüber ein Haus gekauft? Oh mein Gott, Leute, das ist so süß. Was macht der? Er fährt das auch schon in die Garage. Oh mein Gott, ist das cool. Ja, perfekt, danke. So, gehen wir zu dir oder zu mir? Wohin gehen wir, zu dir oder zu mir? So, schreib ihm das mal. Zu mir? Fragezeichen. Jetzt bin ich mal gespannt. Zu mir? Oh mein Gott, okay, dann let's go. Leute, was machen denn Paare? Die machen doch jetzt erstmal bestimmt so ein bisschen Netflix gucken und chillen, oder? Ja, dann machen wir das mal jetzt. Aha, okay, noch sitzt er nicht neben mir. Hm, dann ist es halt so. Oh Gott, jetzt hat er sich neben mich gesetzt, Leute. Jetzt zählen wir mal zusammen, oh Gott. Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme mal jetzt... Oh Gott, der hat schon die Blumen rausgeholt. Oh Gott, Leute, ich habe jetzt auch ein Geschenk für ihn. So, ich gebe ihm das Geschenk mal jetzt. Guck mal, mein Crush, das ist für dich. Bitte schön. Willst du es mal auspacken? Guck mal, Leute, er hat es ausgepackt. Und da ist einfach eine Torte drin für ihn. Oh mein Gott, das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich hoffe, er hat sich gefreut. Guck mal, er hat sich richtig gefreut. Njam, 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 njam. Leute, haben wir richtig aufgegessen. Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Was passiert? Alter! Der wollte mich einfach